Hi Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ich stehe in den Ferien meistens momentan um 6 Uhr auf. Normalerweise stehe ich ja um 5 Uhr auf, aber in den Ferien ist momentan 6 Uhr. Und die Gründe dafür habe ich mir auch in meiner letzten Podcast-Folge schon erklärt. Okay, bitte mal darüber reden, wie hell es einfach jetzt schon um 6 Uhr morgens ist. Das ist so krass. Ich versuche morgens aber gar nicht auf Social Media zu gehen, sondern direkt mein Handy wegzulegen und ziehe dann auch sofort meine Apple Watch an. Die benutze ich eigentlich nur dafür, um entweder meine Workouts zu tracken oder auch, dass ich mein Handy nicht so benutzen muss, weil ich einfach die ganzen Benachrichtigungen da bekomme und deswegen mein Handy öfter einfach mal nicht mitnehmen muss oder halt nicht immer bei mir haben muss. Dann geht es auch schon runter zum Frühstück, einfach die beste Sache am Morgen. Und man hat ja mal gesagt, dass unser Frühstück jetzt nicht so luxuriös aussieht, aber es war auf jeden Fall sehr lecker. Und danach geht es auch schon wieder hoch ins Badezimmer und dann mache ich mich immer fertig und so. Das dauert meistens alles zusammen vielleicht so eine Stunde, wenn es länger dauert. Ziehe mich auch gleich an und ja. Guck mal bitte, meine Ohrringe passen so gut zu diesem hier. Ich versuche auch morgen etwas zu meditieren. Das mache ich aber nicht direkt nach dem Aufstehen, da ich sonst wieder einschlafen würde, sondern halt nach dem Frühstück oder so. Und benutze da meistens eine App oder YouTube oder mache es einfach so. Ich hasse das, wenn immer nur so ein Kopfhörer connected und der andere nicht. Und dann geht's auch schon los mit dem Tag und die erste Sache, die ich mache, ist immer meine Jalousien hochzumachen bzw. runterzumachen, weil ich es einfach hasse, wenn Licht reinkommt. Ich weiß nicht warum, ich bin einfach ein Vampir, aber ich fühle mich besser, wenn es ein bisschen dunkler ist. Und dann nehme ich meinen Laptop raus und schreibe dann meine ganze To-Do-Liste für den Tag, die ich eigentlich schon am Abend verfasst habe, aber dann hier nochmal in meinen Kalender sozusagen aufschreibe. Und jetzt startet eigentlich der richtige Tag und da mache ich natürlich jeden Tag etwas anderes und nicht immer nur das gleiche, was ich auch heute mache. Und dann gucke ich immer auf meine To-Do-Liste drauf, was ich sozusagen für den Tag aufgeschrieben habe, was ich heute machen muss bzw. möchte. Und heute möchte ich vor allem erstmal meine Koreanischlehrerin schreiben und ihr sagen, weil ich sozusagen meine nächsten Koreanischstunden haben möchte, muss ich dementsprechend auch meine Koreanisch-Hausaufgaben vielleicht mal machen. Dann möchte ich noch mein neues Schulsystem ein bisschen organisieren, sozusagen nochmal ganz kurz mein iPad zu updaten und vielleicht ein paar irgendwie Hefter oder so nochmal einpacken und mich darum kümmern. Dann möchte ich außerdem auch noch alle Spanisch-Notizen angucken und nochmal updaten und nochmal reviewen und so, die ich die letzten Wochen gemacht habe, denn ich hatte die letzten Wochen jeden Tag eine Stunde Spanischunterricht, also in den Ferien sozusagen, und habe dort halt sehr, sehr viel Input bekommen und muss das Ganze nochmal so ein bisschen wiederholen und vielleicht Dinge eintragen oder so in meinem zum Beispiel Vokabel-App oder so. Und dann möchte ich auch noch am Ende des Tages ein bzw. vielleicht sogar zwei Videos schneiden. Ich werde jetzt anfangen mit Spanisch, weil das so die Hauptaufgabe ist für heute eigentlich. In anderen Sachen sind nicht so urgent. Thank you.
hört überhitzt mein Laptop gerade schon ein bisschen, ehrlich gesagt, mein Kopf irgendwie auch. Und deswegen werde ich jetzt mal rausgehen mit meinem Hund und draußen einen kleinen Spaziergang machen oder so, mich ein bisschen bewegen, frische Luft schnappen, weil es doch anstrengend sein kann, für mehrere Stunden nur am Schreibtisch sitzen, nur vom Laptop zu sitzen und auf dem Screen, auf dem Bildschirm zu gucken. Gerade schon meiner koreanischen Lehrerin geschrieben. Wir haben neue Termine ausgemacht, erstmal für Sonntag diese Woche. Und ich habe jetzt auch gerade natürlich schon gelesen, wie ihr gesehen habt, war draußen. Und jetzt werde ich anfangen, mein Schulsystem ein bisschen zu organisieren. Auf meinem iPad. Und zwar habe ich da mir einige Apps schon runtergeladen, aber ich werde ja nicht alle noch benutzen, einige davon können wir wieder löschen. Und danach werde ich, glaube ich, auch nochmal an meine Schultasche, meinen Schulrucksack gehen und dort schon mal überlegen, was ich einpacken möchte für die Schule. Dann, ob ich vielleicht noch andere Hefter behalten möchte, also noch Ordner oder so behalten möchte, zusätzlich zu meinem iPad. Aber ich werde mir auf jeden Fall noch dann in den ersten Schultagen Gedanken zu machen, weil ich denke, dass sich denn da die ganzen Dinge noch offenbaren werden, die ich irgendwie noch einpacken muss oder Hefter, die ich noch brauche oder so. Ich glaube, da kann ich nicht so viel jetzt im Vorfeld machen. Und wie wahrscheinlich schon dieses Video übergemerkt habe, bin ich echt kein Foodblogger. Unser Essen ist total komisch. Bang, Chang, Jajangmyeon und dann auf einmal so Fischstäbchen, Pommes. Und dann haben meine Schwester und ich ihren neuen Hula-Hoop-Reifen ausprobiert. Und ich wusste nicht, dass man so komisch dabei aussieht. Also ich muss auf jeden Fall noch ein bisschen üben, weil ich sehe irgendwie voll komisch dabei aus. Aber es hat echt Spaß gemacht, obwohl es auch ein bisschen wehgetan hat am Bauch. Jetzt in der Richtung. Warum fand du das so gut? Warum fandst du das so gut? Warum kannst du... Okay. Ja. Geht locker. Geht locker. Aua. Wow. Was hast du gemacht? Ich habe sogar erstmal natürlich meine schönen Sandalen an. Und wie ihr wisst, ich ziehe mich immer dreimal am Tag um. Ich habe mich gerade schon wieder umgezogen. Und dann sind wir abends mal zu meinen Großeltern gefahren, natürlich mit Flo zusammen. Außerdem haben wir auch noch hier Obst und Gemüse, nee, ich glaube nur Gemüse dabei, für meine Großeltern, die wir aus unserem eigenen Garten geerntet haben. Was ist denn los, Flöchchen? Ah, du könntest mal ein neues Bild. Ja. Gerade die Bücher an von dir. So, ich bin jetzt wieder zu Hause. Das Licht ist hier gerade total gelb. Also eigentlich ist es nicht so gelb, wie es in dem Video erscheint. Und ich habe auch hier total die Mascara verschmiert. Aber egal, ich bin jetzt wieder zu Hause. Und es ist mittlerweile, glaube ich, schon sogar 20.30 Uhr. Das heißt, ich gehe eigentlich schon bald schlafen. Und eigentlich würde ich mir jetzt noch Abendbrot essen. Wir haben auch schon mit meiner Oma ein bisschen gegessen. Und ich habe jetzt auch ehrlich gesagt nicht mehr so viel Hunger, deswegen mache ich mich jetzt fertig. Das heißt, ich putze meine Zähne, mache mich fertig und so. Und ich habe heute eine Aufgabe nicht geschafft, meine koreanische Aufgabe zu machen. Aber egal, mache ich einfach morgen. Ist ja nicht so schlimm. Dann sehen wir uns gleich in meinem Zimmer wieder. Bis gleich. Ich stelle mir jetzt einen Wecker auf ungefähr so 20 Minuten und versuche jetzt so viele Nachrichten wie möglich zu beantworten. Halt gerade irgendwie Instagram, DMs oder so, die ich bekomme. Ja, let's go! Übrigens sind die Links zu meinen Playlists auch in der Infobox verlinkt unten.
wenn ich damit fertig bin, dann lese ich meistens noch etwas, vielleicht so eine halbe Stunde oder so. Schreibe dann natürlich auch noch meinem Accountability Buddy über meinen Tag, was ich so gemacht habe und so weiter. Kennt ihr wahrscheinlich das mittlerweile alles schon. Und dann war es eigentlich schon für den Tag und dann gehe ich schlafen. Ja, also vielen Dank fürs Zugucken. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, wenn du das hier siehst. Vergiss nicht meinen Kanal zu abonnieren für weitere Videos. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächstes Mal wieder. Tschüss!